Resident Evil 5. Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 5 together mit Kevin, Janik, 97, einfach nur Kiwi bitte, wenn es geht. So. Und bei mir ist ein Micro. Ja, wir sind soweit ausrüsten, nachdem wir ja eben diese schöne Bonus-Version hatten. Oh Gott, hör auf. Schön war die jetzt nicht. So, ich habe alles, was ich brauche. Anzusehen für die Leute schon, für uns zu spielen nicht. Ich nehme jetzt mal die andere Sniper mit. Die hat eine gute Reichweite und muss zwar lange nachladen, ist mir aber egal, die ist stark. Also ich bin fertig mit den Nerven, wie steht's mit dir? Ja, geht noch. 0,01. Die Hinrichtungsstätte klingt ja wunderbar, wo wir da hinkommen hier. Also ich würde sagen, nee, das sage ich dir nachher, erinnere mich dran, ich bin sehr vergesslich. Und ihr seht mal, Sheva hat sich ein bisschen umgezogen und Chris auch. Mhm. Irgendwie mit der geilen Ghetto-Brille und einem richtig schwarzen Hemd und ich würde zwar nicht mit dieser Jacke rumlaufen, aber trotzdem, ich würde mit der Brille und mit dem Hemd und mit der Kette rumlaufen. Also, muss ich schon sagen. Und Sheva hat sich mal auf ihre Uhren besinnt und da hängt jemand. Ist das Josh? Nein, ich hoff doch nicht. Der hat einen Helm auf, das sieht man jetzt nicht. Okay. Ich glaube, das hat den passenden Namen, Hinrichtungsstätte, ja. Ja. Warte, bis der auf der Brücke ist, ich snipe den deinen Kopf weg. Hoffentlich sehen die meinen Laserpointer nicht. Der eine müsste das eigentlich sehen durch seinen Sackkopf. Moment, stopp. 3, 2, 1. Scheiße, ich hab den doch getroffen! Ich muss dir nachher mal ein Video schicken, das heißt Counter-Strike, da spielen so Strichmännchen, weißt du? Da heißt einer Lagger. Und der laggt auch wirklich und so das Gefühl habe ich auch gerade, so das braucht bei mir auch gerade. Wenn die kommen, kriegen sie eine mit der Hydra Interface. Du schießt links. Oh, ich wollte die Hydra wegpacken, ich wollte Striker mitnehmen, verdammt. Okay, ich snipe die gerade einen nach dem anderen. Du gehst bitte die Treppe runter mit Headshot! Headshot? Warte mal, ich benutze gleich mal den Granatenwerfer. Ja, Leute, ich habe mal die Eisgranaten reingepackt, damit ihr mal seht, was ich meine damit. Warte mal. Moment. Zoom du mal auf den da oben auf dem Wachturm. Der ist schon längst tot. Oh. Der ist auch tot. Ja, komm, ich warte dabei, ich mache das nachher mit dem Granatenwerfer. Und hier im Wasser, wie man schon gerade eben gesehen hat, sind überall Krokodile drin. Also, auch wenn wir die Gegner jetzt irgendwo runterschießen würden, die Krokodile fressen die dann sogar. Guckt mal ins Wasser jetzt. Mampf! Und weg ist der. Na toll, jetzt habe ich keine Blendgranaten. Ach, wieder. Hast du jetzt ins Wasser gefilmt? Ja, also ich habe zumindest hat uns gesehen, dass er auch noch jetzt noch kurz Blut war und ja. Okay. Ja, Granatenwerfer. Komm mal hoch. Da drüben steht nämlich einer gerade schön und wartet. Schieß. Oh. Er ist jetzt schon zerplatzt, aber er würde normalerweise zu Eis erstarren. Zu Eis erstarren? Ich glaube, ich weiß, warum der geplatzt ist. Ich habe auf seinen Armbrust geschossen mit seinen Explosionspfeilen. Ja, die haben einfach nur auf den Knopf gedrückt, die Brücke ist hochgefahren. Sorry, dass ich geskippt habe. Aua. Die drücken drauf, ne? Die drücken drauf, die ziehen das nicht, die drücken drauf. Hinter uns! Uah. Der fällt ins Wasser und wird gefressen. Ja, er wird voll Kanne gefressen. Und er da auch. Mampf. Ja, komm hoch. Traust dich eh nicht. Das sag ich doch. Na, gehst runter! Und du, Sackgesicht, gehst auch runter. Ja, das geht außer. Wow! Schmeckt's? Ich mach das mein rot. Bein. Und mein ganzer rechter Oberkörper. Und mein Kopf. So. Da drüben ist ein Floß. Willst du drauf? Ja, ich geh drauf. Wenn du. Oh Gott, ja, viel Spaß. Wenn du denkst, hast du nicht so gut. Na, Reflex habe ich bei dem Ding schon gut. Wenn R1 und L1 nur kommen. Ich glaube, ich kann das Floß mit der Kurbel bewegen. Ich warte, bis Sheva auf dem Floß steht. Du wirst drin gewesen? Ich meine, hierbei wärst du drin gewesen. Oder? Nee, erst wenn wir über die Brücke sind, ist da was. Okay. Und jetzt sind wir gerade in dem Kapitel, wo unsere Sackgesichter und dein Rothose kommen. Ich glaube, dieses Mal ist Mr. Blauhose. Echt? Ja. Ich glaube, ein Rot und ein Blau. Ich drehe so schnell ich kann, gell, aber es geht nicht schnell. Ja, ich weiß. Okay. Zum Glück bist du auf das Fluss gegangen, weil die wollen ja sehen, wie du
Ach, obwohl, wenn ich drauf wäre, hätten sie es auch sehen können. Ja, aber. Ich glaube, ich war ja bei Niasu drauf. Anstelle von Niasu wäre draufgegangen. Oh nee, ich glaube, da hätten wir das sehr lange gesucht. Ey, meine Hand wird schon schwindelig da. Meine Hand verkrampft sich gerade übel. Einmal muss ich noch. Sicher? Oh, ja. Oh, das sah gerade aus, als hättest du gefressen. Jetzt geh raus. Ja. Hoch. Oh mein Gott. Oh, meine Herren, ey. Ich bin zu alt für den Mist. Du bist 35. Ja, ich weiß. Und schon was? 23. Die ist fast noch ein Kind. Und Rebecca. 18. 18 und macht diesen Job mit? Ich glaub's nicht. Den bösen Billy Cohen. Und wer Rebecca ist, das werdet ihr dann noch erfahren, wenn wir den Söldnermodus zocken. I'm Rebecca, oh no! Das ist aber nur das Treffen. My name is. Nee, wie sagt er immer bei, wenn man da R1 und R3 und L3 drückt? My name is Rebecca. Ja. Yeah. I do my best. Du, wieso machst du die Lampen nicht kaputt? Weil ich eine Magnum habe und ich will mit einem Magnum schießen. Na gut, du machst Magnum, ich mach. Ja, ich mach. Hier mal Schrotgewehr. Vorsicht, nicht in die Büsche gehen, bitte. Ja, ja, ist Schlange drin, ich weiß. Schweißel ist dieser Konzern, von dem wir vorhin gehört haben. Ja. Dieser Pharmakonzern. Und zwar dieser Konzern wurde gegründet von Mr. Albert Wesker. Mr. Albert Wesker? Achso, ja, Albert Wesker, ich wollte gerade sagen, hör Mr. Aber ja, komm mal kurz her, damit ich das erste Hilfespray mitnehmen kann. Da, wo bist du denn? Das. Ah, doch, ich dachte schon, das ist weg. Da bist du. Hier auf dem Tisch steht da immer ein Asylbespray. Okay. Und hier auf diesem Benzinkanister ist ein Schatz. Ich hatte ja eben mal Billy Cohen erwähnt. Der hatte auf seinem Arm etwas stehen und zwar. Weiß man nicht genau, was da genau steht, aber man hat so zwei Theorien, was da stehen könnte. Die eine ist, dass da steht, Mother Love oder Money Love. Also Geldliebe oder Mutterliebe. So, jetzt kann ich reden. Benzin, überall. Ein Schuss, es geht nicht in Flammen auf. Es geht einfach nicht in Flammen auf. Resident Evil 4 ist in der Hinsicht doch ein bisschen logischer. Ein bisschen schon. Das wäre jetzt alles in die Luft geflogen. Ich wünsche, man könnte da hochklettern. Ich möchte dazu nochmal erwähnen, dass dieser Effekt, dass man eine. Ja, dass man Benzin nicht mit einer Zigarette anzünden kann. Das erinnert mich jetzt gerade wieder aus einer Stelle im Film da. Wo die Alice ihre Zigarette da reinwirft zu den Hunden. Geht alles in die Luft. Ja, diese schönen Effekte, diese Verwischungseffekte hier, das ist ganz lustig. Ja, vor allem ich gehe ran und ja, ich verbrenne mich nicht. So. Ja, Scheibe muss ich ein bisschen aufwärmen, das ist schon so kalt geworden hier. Ich weiß nicht, kennst du das Spiel Ratchet & Clank? Gehört, ja, gespielt nicht. Ja, ich liebe dieses Spiel einfach. Nächsten Monat kommst du die PS3 raus, ich hol's mir. Ja, da in Ratchet & Clank 3, da fließt Lava die Wand runter, du kannst dich draufstellen, verbrennst aber nicht. Auch ein Fehler. Nicht überspringen. Ja, ich bin's gewöhnt. Musst ja nicht drücken. Da ist Irving. Irving, jo, Gott, wenn ich nur an deine hässliche Fratze denke oder an deine hässliche Stimme. Mickey Mouse Stimme. Headshot. Headshot. So. Schrotflinte ich und du? Magnum oder auch Schrotflinte? Ich weiß nicht, was ich denn da mache. Hier hinten nicht noch einer? Warte mal, jetzt probiere ich das mal. Mal gucken, was jetzt da. Ja, nee, die Gegner müssen erst bekommen. Boah. Ich hätte Cola, glaub. Ach, da auch Raketen. Danke. Kann ich? Ja. Okay. So, und der ist jetzt zu Eis erstarrt, wie man sieht. Da, Eis, Schneemann da. Ja. Und irgendwann explodieren sie dann auch, wenn man sie nochmal abschießen sollte. Und ich nenne die jetzt einfach immer mal Rothose. Wenn man die jetzt ja hier tötet, stehen sie nochmal auf. Was? Stirbst du nicht, Mann?
Hast du eigentlich mal eine Nachricht ins Skype? Habe ich alle bekommen, die Nachrichten. Moment, wie meinst du denn? Hörst du mich noch? Ja. Noch höre ich dich. Ja, hier ist Feuer, können wir. Okay. Ah, nee, oder? Nee, scheiße, oder? Moment mal, Leute, kurz. So, wieder zurück bei Resident Evil 5 Together. Nach diesem Verbindungsfail. Meiner. Ich drehe mal kurz das Teil hier um. Oh, mein Fuß schläft ein, super. Ah, ja, nicht überspringen. Sorry. Und wie ihr seht, ich habe die Gatling dabei. Ihr werdet auch den Grund gleich erfahren, falls ihr es nicht schon von Rothose gehört habt. Beziehungsweise Sackkopf, Sackgesicht. In den Kopf, ins Bein geschossen. Willst du da oben bleiben und ich gehe machen, oder? Ach nö, ich gehe mit. Okay. Willst du vorgehen, dann sieht man es bei dir. Ja. Mir ist egal, ich hatte die Gatling, soll ich vielleicht vorgehen? Der Gentleman macht das doch. Ach, du hast Raketenwerfer, na gut. The Flying Fox, auf der anderen Seite. Yeah! Das meine Ansicht ist irgendwie cooler. Okay, das muss okay, ich hol mir mal das Teil. Ich könnte ihn eigentlich schon von hier aus oben töten, soll ich das mal machen? Okay. Weil ich kann ihn jetzt hier direkt anvisieren, ich habe ihn im Visier. Wenn du willst, kann ich ihn jetzt noch töten. Ach, jetzt nicht mehr. Jetzt geht's eh nicht mehr. Ja, ich komm trotzdem mal lieber rüber zu dir. 3, 2, 1, Start! Dass Chris sich mit dem riesen Rucksack festhalten kann, ist auch ein Wunder. Und jetzt gibt es ein Salto. Und eine Faust! Okay, und jetzt gehe ich lieber weg. Ja. Schieß! Doch! Und aufwärtshaken! Der Salto, der noch? Da, ja. Roundhouse. Roundhouse Kick, jawohl. Ich nehme mal die Gatling. Ja. Boah, ins Bein, ey. Jetzt sind wir. Chris Shever Rage Mod. So, nimm du die Kette, ich zähl drauf. Weil. Die Kette rattert noch. Ne, ich glaube, man muss das erst drehen. Dreh du mal. Bist du sicher? Ja, ja, ja. Ich weiß ganz genau, wenn man dreht, dann. Während man dreht, steht er auf. Oder wenn du fertig bist mit Drehen, wenn es aus ist. Ja, er steht auf. Das kann man hier überspringen. Wow, Feuer geht aus. Yippie. Ja, der stirbt bei mir zweimal. Der ist bei mir zweimal gestorben. Er ist also. Er wollte sich hinlegen, ist aufgestanden, hat sich wieder hingelegt. Kann man auch im Söldner-Modus machen, das ist also, was man da auch im Söldner-Modus meistens steht nochmal auf. Bis auf den, also nur der blaue steht im Söldner-Modus nochmal auf. Der rote nicht mehr. Hatte der jetzt eine blaue oder eine rote Hose an? Der hat eine rote Hose angehabt. Naja, rote Hose. So, jetzt geht's hier hoch. Jetzt habe ich natürlich nicht das richtige Outfit an. Jetzt gehe ich vor. Der kommt sowieso jetzt nicht. Ja, ich will trotzdem mal vorgehen. Hey, bad boys before. Ey! Gentlemen. Ey. Ja, nichts Gentlemen. Ach komm. Aua! Chris Rage Modus. Nicht drehen. Ja, doch, drehen kann man, aber noch nicht die Tür aufmachen. Feuer aus. Ja. Lass die Tür zu. Ich sag dir, lass die Tür zu. Tür ist der Gegner. Hä? Die Tür ist der Gegner. Ich kann sie anvisieren und draufschießen. Mach halt mal, es geht sowieso nicht. Steht der eigentlich auch hier drauf? Nee, steht nicht mehr, sieht man nicht. Denn bei E4 Standardbläsen steht immer so Biohazard dabei. Biohazard, echt? Mhm. Steht wahrscheinlich hier auch, bloß man kann. Warte mal. Ich mach's mal lieber damit, nicht dass ich aus den abdrück. Da steht auch Biohazard, wenn man richtig gut liest. Da muss man aber, ja, das ist schwer. Ich zoome da ganz nah an, das ist. Ich komme nicht näher. Fast nicht zu lesen. Biohazard 4. So. Draußen ist eine Hochzeit, da hupen die Autos. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass halt Fußball spielt. Nein, der mach ich nicht. Und der hat eine Blauhose an. Der hat eine Jeans an. Da hat gerade einer Feuerwerk gemacht da draußen bei mir. Da macht echt einer Feuerwerk.
schieße jetzt einfach so, Alter. Egal. So, heb du die Kette auf? Mach du. Ja, die Kette rattert noch. Nee, aber der Laser geht durch. Er ist tot. Ich schieße mal in seinen Arschloch. Ja, so Taktik. Aber. Stimmt, die Kette rattert auch nicht mehr. Hallo, nee, tschüss, Duisburg Sniper, der ist offline gegangen. So. Und der da mit uns mitspielen will, ich weiß nicht, habe ich den Namen schon gesagt? Der mitspielen will. Und Duisburg Sniper kommt wieder online. Und hallo nochmal. Das sind die Leute. Offline, 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 offline. Naja, das machen sie mit Absicht. Boah. Und der mitspielen will, habe ich den jetzt schon gesagt oder nicht? Ich glaube nicht. Mach nochmal auf jeden Fall. Der heißt ALPA. Warte mal, ich guck mal kurz. Ich hab Zeit. Okay, da draußen ist gut. Hörst du das? Nee, ich weiß nicht. ALPA-11 will mitmachen. Und der Bumblebeat will dann beim Söldner-Modus mitmachen. Beim Söldner-Modus? Beim Versus-Modus oder Söldner. Ja, Versus, ja, weil Söldner können wir nur zu tot spielen. Stimmt. Beim Söldner-Modus will der dann mitmachen. Wie ich gerade mit meiner Gatling durch deinen Körper bin, aber egal. Ja, es ist halt nicht perfekter Spiel, aber es ist. Ja, aber. Es ist schön, muss man sagen. Naja, da ist die meiste Zeit hell. Resty 4 ist die meiste Zeit dunkel. Oh, meine Ohren. Ja, gut. Es ist halt. Das ist der einzige Nachteil. Afrika. Und Katzin. Wo sind meine Waffen hin? Ich hab nur ein Messer auf Rücken. Ich hab auch nur noch die Pistole und sonst auch nichts mehr. Also ich finde der Sherwas Kriegsbemalung schon irgendwie cool. Was steht eigentlich auf ihrem Tattoo drauf? Keine Ahnung, das kann ich nicht lesen. Oh. Josh. Ich dachte schon. Okay. Josh. Ich dachte schon, es würde irgendwie Wesker hinter uns stehen oder so. Warte mal, mal gucken, ob ich es erkenne. Per PS3 kann ich leider kein Standbild machen. Ich bin am Leben. Ja, weißt du? Shit. Ja. It's just the three of us now. Why did you not retreat? I mean, we are no match for them. I've got unfinished business. The hard drive containing data on the BOW experiment had a picture inside. The picture was of Chris's friend. A friend? I'm not leaving until I catch Irving. Du wirst ihn noch treffen, Josh. Ja, die wirst du noch treffen. Ich finde auch Josh' Stimme so geil. Hier kommt auch einer der geilsten Sätze von Josh am Ende noch. Ja, ja, gell. Schmerz im Arsch. Ja, genau, das wird Schmerz im Arsch. Ach komm, ey, wir zielen mit Headshot und ihr schießt auf den Körper. Wie langweilig seid ihr denn? Soll ich mit Gatling machen oder lieber nicht? Lieber nicht, ich mach mit. Uah. Ja, genau deswegen. Sag mal, könntest du bitte im nächsten Mal wieder das Angriffsreaktion ausmachen? Weil ich finde, das behindert mich voll. Ich habe das nämlich immer ohne gespielt. Nein, du steckst mich nicht mit deiner scheiß Schaufel. Ich beschütze mal Josh, ne? Tippt der überhaupt? Ja, normalerweise schon, oder? Aber ja, der wackelt eher mit seinen Händen über die Tastatur. Wenn man jetzt die Untertitel gelesen hätte, weil ich hab's ja nicht an, dann hat George gesagt Shiva und nicht Sheva. Ja, er sagt Shiva. Sheva ist ein Gott. Shiva ist ein Gott. Ich hör immer, ich sag nur Insekt. Aber das sind ja immer diese scheiß Viecher da aus dem Kopf rum. Ja, du stellst dich vor mich. Ich mach aber die andere Seite wieder. Ah, jetzt höre ich ihn tippen. Ich höre noch einen. Boah, da tipp ich ja schneller. Ich muss ganz ehrlich sagen, müsste ich jetzt an seiner Stelle hacken, Alter, wir wären hier draufgegangen. Gleich. Okay. Lass mal deine Johnsons da durch. Nicht Johnson. Mein Tyson.
Mike Tyson, genau. Lass mal die Tysons drücken. Weil die geben ja jeweils einen Schatz, einen Goldring. Okay, auf Profi, ich gehe in den Fahrstuhl rein. Willst du weitermachen? Oh, den ersten hast du. Ich weiß ja nicht. Ach, scheiß drauf. Ach, mein linkes Ohr tut richtig weh. Ich glaube, ich nehme echt nachher noch Minecraft auf, aber da hänge ich mir das Headset um den Hals. Ja, ja, hetz mich nicht. Du kannst gleich oben bleiben. Bleib doch oben. Du wärst sowieso schon tot. Hast du eigentlich wirklich nur die drei Spiele, die ich bei deinen Trophäen sehe, oder hast du mehr? Ich hab eigentlich... Weil bei mir steht da nur Resident Evil Operation Rocket City, Resident Evil 5, Final Fantasy und mehr nicht. Ne, ich hab noch mehr. Ich hab zum Beispiel Tekken 6, Soul Calibur 4 und 5, Star Wars The Force Unleashed. Jetzt hab ich nicht. Ich kümmere mich um die Ketten. Ich kümmere mich wieder um Sackgesicht und um Blauhose oder Rothose. Jetzt kommt der Satz gleich von Josh. Mhm. Na? Ich hör's, als würde ich hätte gesagt. Es wird ein Schmerz im Arsch. Aber mal sehen, was ich machen kann. Jetzt nehme ich aber die Gatling, okay? Okay, mach. Ja, so ist aber so Rothose, ja. Obwohl, den kann ich jetzt auch irgendwie mit der Magnum killen, aber da kommen jetzt so viele Gegner da runter, da mach ich schon wieder Gatling. Ich schau das mal mir hier an. Ach, du bist neben mir. You die! Die, you bitch! Die, you sucker! Die! Die! Okay, klar. Ja, du wirfst deine Axt nicht hier hoch. Willst du den Schatz holen? Nee. Klar, immer alles.